So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 Online. Heute schauen wir uns mal Level mit dem New Super Mario Bros. U Spielthema an. Ja, beliebte Level, beliebte neue Level besser gesagt, weil, ja. Ich hoffe ja immer noch darauf, auch in den anderen Spielthemen, abgesehen von Super Mario Bros., ja, die neuen Elemente zu finden. Aber ich habe gesehen, bei dem Level kann das eh nicht sein, weil das ist noch zu alt. Aber das hier könnte sein, dass hier neue Elemente verwendet wurden. Auch wenn es wahrscheinlich bloß ein Musiklevel ist, ne? Weil das ja auch drin stand. Aber ich hoffe wenigstens ein Musiklevel, wo man wenigstens irgendwas selber machen kann. Aber scheint nicht so. Nee. Da kann man nichts selber machen. Natürlich nicht. Aber vielleicht sehen wir irgendwie, dass Spikes oder Pockys oder so verwendet wurden. Für irgendwelche Sounds, ich weiß nicht. Ich sehe gerade nichts, leider. Schade. Ne? Schade. Ja, aber mal wieder total langweiliges Level. So wie man es von Musikleveln eben gewohnt ist. Ne? Ja, brauchen wir nicht zocken. Da wurde nichts Neues verwendet. Schade. Okay, aber vielleicht hier. Vielleicht in diesem Desert-Level könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass da auch wenigstens Pockys verwendet wurden. Wobei, ja, Spikes gab es eigentlich auch öfters in der Wüste, ne? Von dem her. Ja, mal schauen. Scheint auf jeden Fall ein klassisches Level zu sein, ne? Optisch sowie spieltechnisch. Ja, da ist ein Spike. Hi Spike, wie geht's dir? Jetzt nicht mehr so gut, würde ich sagen. Und vielleicht gibt es noch ein paar Pockys. Ich weiß es nicht. Hier auf jeden Fall noch ein paar Wippen. Da noch ein Spike. Ja, okay. Kann man machen. Ist in Ordnung. Ja. Mal schauen, ob wir alle roten Münzen finden. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, das ist schon ein sehr schönes Level, ne? Da. Und da sehen wir Pockys. Tja, was habe ich gesagt? Tja, ich habe das einfach. Ich habe da einfach einen Riecher für, in welchem Level es neue Elemente gibt und in welchem nicht. Na hoppla. Kann ich eigentlich. Ja, okay, ich kann auf dir spinnen. hier in Super Mario Maker 2. Okay. Das ist gut zu wissen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Item drin? Weiß ich gar nicht. Nee, scheint nicht so. Okay. Aber ja, finde ich schön. Schönes Wüstenlevel. Schönes klassisches Wüstenlevel. Ja, in welchem auch die neuen Elemente ja, ihren Zweck gefunden haben oder ihre Verwendung gefunden haben. Ah, schade, und ich habe eine rote Münze verpasst. Aber dennoch, sehr schönes Level. Ne? Schön klassisch und alles. Und hat trotzdem hier Pockys eingebaut, Spikes eingebaut. Ja, könnte so ein Original-Level sein aus New Super Mario Bros. U, ne? So, wir schauen mal, ob es hier auch neue Elemente gibt. Ich weiß es nicht. Ja, wir schauen uns durch, ne? Wir schauen uns durch, so haben wir es die letzten Parts gemacht. Und so machen wir es auch noch heute und im nächsten Part, ne? Genau. Ich glaube, vor allem im Super Mario 3D World-Stil, da könnte noch viel mit diesen Turbo Streifen gemacht worden sein. Ne? Die sind ja auch neu. Und auch ziemlich cool. So. Hier auch wieder ein klassisches Level, wie es scheint. Ja, das gerade eben war wohl einfach nur ein Automatik-Level. Und die sind einfach langweilig. Deshalb, nee. Machen wir nicht. Oder ich zumindest nicht. Wenn ihr das spannend findet, von mir aus, aber finde ich halt eben nicht. So, wurden hier neue Elemente verwendet, ist jetzt die Frage.
Scheint bisher ja nicht so. Na hoppla, ich dachte, ich kann mich noch festhalten. Aber ja, trotzdem schönes Klasche. Schönes klassisches Level, das wollte ich sagen. Ne? Muss man ja einfach dazu sagen. Auch optisch sehr schön verziert wieder, ne? Tatsächlich. So. Okay, ich renne hier einfach mal durch. Ja, okay. Hat nicht geklappt. Aber hier scheinen keine neuen Elemente vorzukommen. Auch wenn das Level recht neu ist. Hier, 11.12. Und Spike direkt im Thumbnail. Ja, dann nehmen wir das. Ne, auch okay. Nehmen wir einfach das. Wir schnuppern uns ein bisschen durch. So, was muss ich jetzt machen? Ah, der Spike hilft mir, oder was? Ja, ey, der tötet sich selber jetzt, oder was? Ja, GG. Der tötet sich einfach selber. Und hier der Pocky. Ja, okay. Hier werden die neuen Elemente gezeigt. Auch wenn ich selbst nicht viel tun muss. Beziehungsweise eigentlich bisher nur durch die Türen gehen muss. Die neuen Elemente werden hier gezeigt. Auch die P-Switch-Blöcke. Okay. Ja, cool. Gefällt mir. Und ja, der Spike bringt sich wohl jedes Mal am Schluss eines Raums noch um. Ey, cool. Cool. Mario, gefällt's dir hinter mir, ja? Hi. Geht's dir gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt verdecke ich dich. Ha! Ja, aber doch, schönes Level. Sehr schönes Level. Auch wenn es ja so eine Art Automatik-Level ist, wenn man so will. Aber ja, ich finde es hier jetzt tatsächlich nicht schlimm. Weil hier eben ja trotzdem ja, cooles Zeugs passiert. Mit den neuen Elementen, wie gesagt. Ja, ich finde vor allem hier kann man sehen, mit den Spikes kann man doch sehr viel machen, ne? Mit denen kann man doch auch, ja, coole Sachen machen. Man kann die Wege lang führen lassen, ja. Ja, man kann sagen, okay, du gehst jetzt diesen Weg lang. Und viel aktivieren können sie auch. Ja, ist richtig geil, oder? Ist schon nice, würde ich sagen. So, und hier jetzt. Was passiert hier jetzt noch? Na, hier wird jetzt der P-Switch aktiviert. Da kann man natürlich nochmal sehen. Okay, die P-Switch-Blöcke, die sind unzerstörbar. Solange, ja, ein P-Switch eben aktiviert ist. Und ja, jetzt tötet er sich selber. Und was kann ich jetzt machen? Weiß ich ja nicht, ich muss noch warten. Passiert hier jetzt noch was mit mir? Bin auf jeden Fall gespannt. Ah, und jetzt kann ich ins Ziel. Ey, cooles Showcase. Cooles kleines Showcase. Auch zum Anschauen, natürlich, vor allem. Aber trotzdem cool gemacht, ne? Ich denke, hier kann man sich echt einige Ideen schnappen aus dem Level und auch coole eigene Sachen draus machen. Doch, hat mir gefallen. Hat mir sehr gefallen. Und hier noch einen Weihnachts-Speedrun. Ja, komm, warum nicht? Hauen wir heute auch noch rein. Weihnachts-Speedrun. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Ist in Ordnung, würde ich sagen. Und, ah, hier werden auch die Schneebälle und die Schneepockys gezeigt. Vor allem, ne? Von dem her, ja, finde ich in Ordnung. Ja, hier haben wir jetzt auch neue Elemente, ne? Alter. Ah, shit. Und jetzt bin ich gestorben. Beziehungsweise hängen geblieben. Ja, aber an sich muss man einfach bloß den Münzen folgen. So wie man es ja aus vielen Speedruns kennt, ne? Beziehungsweise so kennt man es eben aus den einfachen Speedruns. Es gibt ja noch Speedruns, da muss man, keine Ahnung, irgendwelche, ja, irgendwelche Sachen schmeißen oder irgendwas. Hier jetzt nicht, tatsächlich. Aber trotzdem schöner Speedrun, muss ich schon sagen. Schöner Speedrun mit den Schneepockys und den Schneebällen, die ja von den Schneespikes kommen, ne? Für diejenigen, die es nicht wissen. Und ja, ich würde sagen, das war doch ein schöner Part. Naja, wir haben das ein oder andere coole Level heute gezockt.
mit neuen Elementen. Und ja, lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.